Wieder einmal wurde die Prinzessin von fiesen, machtbesessenen... Nee, nee. Diesmal nicht. Diesmal geht es um etwas anderes. Wie um was anderes? Ah, okay, okay. Also, wieder einmal droht eine außerirdische Lebensform unser geliebtes Universum zu unterwerfen. So, richtig, ja? Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Die Burai haben schon lange das Ziel und wollen es diesmal mit einer Roboter-Mutanten-Armee schaffen. Und jetzt, haltet euch fest, Leute, eine Wendung, mit der keiner rechnet. Ihr seid der einsame Held. Ihr seid der Burai-Fighter. Ausgestattet mit einem Protonenrucksack und einer Allround-Waffe, die ihr während des Spielens aufleveln bzw. stärker machen könnt durch Upgrades, die die Gegner für euch freundlicherweise hinterlassen. Ihr könnt außerdem in 8 verschiedene Richtungen schießen, was auch wirklich sehr hilfreich ist. Das Spiel erschien 1990 und wurde von Kindle Imagine Develop, kurz KID, entwickelt. Unter anderem haben die Jungs und Mädels auch Low G-Man, G.I. Joe und Isolated oder Isolated Warrior programmiert. Unser Burai-Fighter schwebt also mit seinem Rucksack durch die Level der Aliens und schießt auf alles, was sich mehr oder weniger bewegt. Die Gegnertypen variieren von stationären Geschützen bis hin zu ekligen fliegenden Alienköpfen. Der Schwierigkeitsgrad ist auf Easy schon eine happige Angelegenheit. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade plus eine freischaltbare ultimative Stufe. Ein Passwortsystem ist ebenfalls vorhanden und die bestehen lediglich aus 4 Buchstaben. Das finde ich wirklich klasse. Das Besondere bei diesem Spiel sind aber die Level selbst. Diese scrollen nämlich in jede Richtung und das ist auch das, was Burai Fighter zu einer echten Herausforderung macht. Oftmals gibt es auch Trial-and-Error-Passagen, weil man einfach nicht weiß, was einem zum Beispiel am unteren Bildschirmrand erwartet. Ja, und wie das bei Trial-and-Error-Passagen nun mal so ist, merkt man sich die Gegnerstellen und wo sie angreifen und kommt eigentlich auch dann ganz gut durch. Es sind halt diese typischen Trial-and-Error-Passagen, die schnell zu Frust übergehen können. Erwähnt werden sollten auch noch 2 Level, in denen die Ansicht komplett andere Wege geht. Diese erinnern an eine Art Vogelperspektive. Man bekommt kurz vorher eine Karte gezeigt, wo der Bossgegner angezeigt wird. Später im Level selbst hilft das einem nicht wirklich weiter, denn man hat gar keine Möglichkeit, eben auf diese Karte zurückzugreifen und versucht mehr oder weniger blind die ganze Geschichte zu packen. Aber sonderlich schwer ist es nicht, aber die Steuerung bei diesen Levelabschnitten ist doch schon ziemlich grausig. Was wäre aber ein Shooter ohne richtige Levelbosse? Und diese sind auch als solche gut zu erkennen. Es gibt Totenschädel, Riesenwürmer und, ja, undefinierbare Irgendwas-Dinger. Diese haben stets einen Schwachpunkt, die es zu finden gilt, um sie zu zerstören. Grafik ist zweckdienlich, aber gemessen am Erscheinungszeitpunkt gab es schon Besseres auf dem NES. Schlecht ist es aber auf keinen Fall, aber eben auch nicht wirklich gut. Und der Sound, der dudelt auch nur nebenher und hat auch keinen richtigen Ohrwurm-Melodien parat, aber auch hier kann ich sagen, dass es nicht schlecht ist.
es ist alles irgendwie Durchschnitt. Das Einzige, was wirklich Hammer ist, und mit Hammer meine ich wirklich hammerhart, das ist wirklich der Schwierigkeitsgrad. Und hier liegt auch der Hund begraben. Also, die einen werden es mögen wegen der Herausforderung und die anderen werden es hassen. Es gab 91 noch eine Gameboy-Version, die den Zusatz Deluxe bekam, aber hier wurde das Spiel um 2 Level gekürzt und der Schwierigkeitsgrad ist auch humaner. Und 1999 erschien noch eine Gameboy-Color-Version, diese habe ich bisher aber noch nicht spielen können, aber sie scheint sich auch nicht sonderlich von der Gameboy-Version zu unterscheiden. Also alles in allem ist es ein nettes Spiel, aber irgendwie wollte bei mir der Funke nicht ganz rüberspringen und nachdem ich bei einigen Passagen unzählige Bildschirmtode gestorben bin, blieb mir nur noch eine Sache zu tun. Es gibt 2 Level, in der man komplett andere Wege gegangen ist bei der Gestaltung. Und zwar sieht man das Ganze von der Pogel-Perspektive sehr gut. Diese scrollen nämlich in jede Richtung und das ist auch das, was Burai Fighter zu einer echten Herausforderung macht. Und dieser Text verdammt nochmal auch. Die Burai haben schon lange das Ziel und wollen es diesmal mit einer Roboter-Mutanten-Armee, du Holzkopf. Ausgestattet mit einem roten Protonen-Rucksack. Mann! Man bekommt kurz vorher eine Karte gezeigt, wo der Bossgegner angezeigt wird. Aber später im Level selbst hilft das einem nicht wirklich weiter, denn Manhunt. Der Manhunt, yeah!